Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen heute hier bei ETS 2. Wir sind wieder unterwegs für die Garvu-Spedition. Und wir wollen mal gucken, also ich will eigentlich ganz gerne, oder ich habe ein Angebot gekriegt, nach Dresden zu fahren. Und das wäre natürlich gleich mal eine schöne Geschichte. Denn da, ja, wäre ich erstmal wieder zu Hause. Das ist natürlich, das wäre mal wieder was Feines. So. Und zwar, genau, fahren wir Lachsfilet nach Dresden. So, ist immer Auflegung. Gut. Lachsfilet. So, gut. Da würde ich sagen, schießen wir mal los, hä? So. Genau, wir fahren von Berlin nach Dresden. Da ist ja mein Firmensitz im Endeffekt. Und schauen wir mal. Hoffe, dass wir heil ankommen, dass alles gut geht. Es sind 200 Kilometer, das ist jetzt nichts Großes. Also das, denke ich, haben wir schnell weg. Wir haben 112.000 auf der Kasse. Es ist 19.20 Uhr und 22.27 Uhr kommen wir an. Also das sieht eigentlich alles erstmal ganz gut aus. Und der Himmel sieht auch so aus, als wenn es aufziehen wollte. Das heißt, mal gucken. Also bin eigentlich guter Dinge, dass das jetzt hier alles gut funktioniert und wir ordentlich und gut auch ankommen, dort wo wir ankommen wollen. Ja, und da bin ich natürlich gespannt, was mein Firmensitz so macht, weil ich war ja jetzt nun lange Zeit oben in Schweden unterwegs. Und weiß überhaupt gar nicht so richtig. Ja, was jetzt alles wie wo am richtigen Platz ist. Also ich hoffe, es ist alles am richtigen Platz und ich hoffe auch, dass nichts irgendwie passiert ist, aber ja, mich hätte bestimmt schon jemand angerufen, wenn irgendwas gewesen wäre. So, jetzt geht's direkt Richtung Dresden. Ich freue mich. Ich freue mich. Gut, hier bin ich so noch gar nicht lang gefahren, wenn ich ehrlich bin. So, man muss immer wieder sagen, die Strecke runter zu nach Dresden ist immer, ja, ist immer ganz interessant. Wir werden wahrscheinlich übers Dreieck Spreewald fahren, gehe ich mal davon aus. Es ist gar nicht mehr so weit weg hier. Spreewald ist auch eine der schönsten Gegenden, muss ich sagen, in Deutschland, in unserem Land. Also Spreewald fetzt mir sowas von extrem. Ja. Spreewald macht halt einfach Spaß. So, 155 Kilometer sind es noch, wie gesagt, wir fahren 80 schön, smooth auf der Autobahn, 20.04 Uhr ist es, wie gesagt, wir brauchen ungefähr 2 Stunden 18 Minuten, ne, sagen wir mal 2 Stunden und dann sind wir dort, wo wir sein wollen und dann
mache ich erstmal 4 Tage nichts. Dann mache ich erstmal 4 Tage Urlaub. Weil die Fahrt oben natürlich in Schweden und überhaupt in den nordischen Ländern, die waren schon anstrengend. Die waren schon sehr, sehr anstrengend. Genau, Dreieck Spreewald, hier haben wir es doch schon. Ah, ist das eine herrliche Ecke, hier könnte ich eigentlich mal Urlaub machen wieder. Hab ich lange nicht gemacht. Im Spreewald. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon mal wart im Spreewald. Der ein oder andere war bestimmt schon mal dort. Ja. Schreibt das sehr gerne mal. So. Dann fahren wir jetzt mal ab. Bleiben wir sogar gleich hier. So, da haben wir dann 117.000 auf der Kante. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Trotzdem hätten wir den Unfall nicht gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Unfall hatte. Das ist schon wieder so lange her. Schon wieder ein paar Wochen her. Aber ich bin echt froh, dass das alles noch so glimpflich davon ging. Dass ich jetzt keine größeren Schäden davon getragen habe, das ist schon mal gut. Ja gut, mein LKW war halt Schrott, ne? Aber was willst du machen, es ist halt so. War halt schon schade, aber ja gut. Mein Gott. Versicherung bezahlt halt, ne? Obwohl ich ja vieles noch selber machen musste, deswegen bin ich ja wirklich in finanzielle... Ja, man kann schon sagen, in finanzielle Engpässe eigentlich geraten. So, sind wir gleich da? Der Hammer. Aber was halt schön ist, ist, dass man jetzt erstmal wieder in der Heimat ist und wir ja, mal gucken, wenn wir dann als nächste Aufträge haben. Habe auch schon gehört, dass irgendwie der ein oder andere ja, Kumpel mal mitfahren will. Also Kumpel aus der alten Firma, ne? Ich habe mich ja dann im Endeffekt jetzt selbstständig gemacht hier mit der Spedition, Garvo Spedition. Und habe aber gehört, dass von den alten Kumpels mal jemand mal mitfahren will. Sollen sie doch mal machen. Mal gucken, was sie für Aufträge ranholen. Bin ich gespannt. So, es sind 20 Grad. Und hier müssen wir auch schon runterfahren. Wir sind nämlich schon fast da. Cool, cool, cool. Oh. Achso, ich dachte schon. Dachte schon, ich komme hier nicht runter. So.
ich bin hier aber schnell unterwegs. Wow, wir haben eine Grünphase, geil. So, meine Lieben, 8 Kilometer sind es noch, 10 Minuten und dann haben wir es im Endeffekt schon erlebt und haben Lachsfilet nach Dresden gefahren. So sieht's aus. So, ich gehe davon aus, dass jetzt nichts mehr passiert. Aber man weiß ja nie. So, na komm. Komm mal, Jung. Trau dich. Gib Jas. So. Wir sind da. So, das ist eine Partnerspedition von uns hier. Und die brauchten im Endeffekt jetzt die Ware ganz schnell. Deswegen haben wir das noch schnell gemacht. Ich hatte schon überlegt, ob wir runter nach Wien fahren. Weil da habe ich auch ein paar neue Aufträge oder Auftraggeber an Land gezogen, die wir, ja genau, die wir sehr, was ist denn nun, die wir sehr gut, ja, bedienen könnten auf alle Fälle. Morgen runter nach Wien wäre ja eigentlich mal eine ganz geile Geschichte, muss ich sagen. Hätte ich mal Bock drauf, war ich noch nie in Wien. So, dann gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Ausgezeichnet auf alle Fälle. So, meine Lieben. Wir haben es geschafft. War heute eine kurze Folge, 13 Minuten. Aber ich denke mal, für 200 Kilometer, ja, ist es, glaube ich, ganz ausreichend. Und, ja, haben 5000 Euro gekriegt. Freut mich, freut mich, freut mich. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss und ciao.